Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Prime Magazin heute am 1. Advent. Mit drei wunderbaren Geschichten, Einlaufen in Nassau, weil Hubertus Meyer-Burkhardt war an Bord und hat gelesen. Ganz, ganz, ganz toller Bericht. Und last but not least, Leckereien auf AIDA Blue. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Gerade wenn es hier so richtig ungemütlich und kalt wird, ist es in der Karibik umso schöner. Auch zu Weihnachten übrigens. Wir sind mit AIDA Diva gerade in Nassau eingelaufen und haben tolle Bilder für Sie. Gucken Sie mal. In unserer Rubrik AIDA liest laden wir immer gern prominente Autoren ein. Diesmal war Hubertus Meyer-Burkhardt an Bord und ich kann Ihnen sagen, großartig, wirklich großartig. Ich freue mich immer, wenn er da ist und die Gäste auch. Gucken Sie mal. Ich bin Hubertus Meyer-Burkhardt, ich bin TV-Produzent, ich bin Autor. Ich bin, ich sage immer, Gelegenheitsmoderator, weil das ist mein Hobby, mache ich nur zum Spaß. Und im Moment bin ich auf hoher See und bin geehrt und erfreut, dass ich aus meinen beiden Büchern lesen darf, hier an Bord der AIDA, nämlich meine Tage mit Fabienne und Meyer-Burkhardts Frauengeschichten. Ich habe neulich in Kampen auf Sylt gelesen und da wurde das Buch vorgestellt von dem Verlagsgeschäftsführer der Zeit, mit den Worten, dieses Buch sei ein erotischer Leckerbissen. Und da habe ich gesagt, ja, Sie lachen zu Recht, da habe ich gesagt, mein lieber Herr Esser, also ich schätze Sie sehr, nur wenn dieses Buch für Sie ein erotischer Leckerbissen ist, dann möchte ich Ihr Privatleben nicht haben. Ich selber bin mit Büchern aufgewachsen, ich selber könnte mir ein Leben ohne Bücher gar nicht vorstellen. Insofern ist es die Herausforderung, dass Menschen, die sagen wir mal, sagen, naja, das letzte Buch liegt schon weit zurück, was bedauerlich ist, die vielleicht ein bisschen wieder den Appetit anzuregen und zu sagen, ja, vielleicht kaufst du mal dir doch wieder ein Buch und steigst in so eine andere Welt ein und am besten du kaufst natürlich mein Buch. Manchmal wurde ich mir der Lächerlichkeit meiner Inszenierung bewusst, vor allem als ich plötzlich mit einer Grippe im Bett lag. Ausgerechnet in dieser Zeit klingelte sie mal an meiner Tür. Sie wollte irgendein Gewürz, ob der Meisterkoch mal aushelfen könne. Sie kriege Besuch, das waren ihre Worte, die sie durch die geschlossene Wohnungstür flüsterte. Ich hatte nicht die Courage zu öffnen. Ich dramatisierte, meine Krankheit log, dass ich hohes, sehr hohes Fieber habe und ihr jetzt beim besten Willen nicht helfen könne. Sie schien weder enttäuscht noch bekümmert zu sein und setzte ihre Suche nach dem Gewürz in den oberen Etagen fort. Es war ganz toll, einfach mal einen Autor so aus der Nähe zu erleben und einfach mal, ja, er ist sehr bodenständig und das finde ich klasse. Sprachlich sehr gewandt und hört sich interessant an. Das Buch scheint lesenswert zu sein, ja. Ich kenne ihn nur aus seiner Talkshow und ich fand ihn live sehr gut. Auch er hat es wundervoll gelesen, auch sehr viel mit Gestik und Mimik. Das finde ich auch schön. Er nimmt die Zuhörer mit. Es gibt eine Lebensweisheit, die sage ich Ihnen. Und zwar, es gibt einen englischen Philosophen, Karl Popper hieß er. Und Karl Popper hat einen wunderbaren Satz gesagt. Und der Satz heißt, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Sie können menschlich verständlich traurig sein oder verzweifelt, aber wenn Sie ein Problem lösen wollen, müssen Sie optimistisch sein. Wenn Sie nicht dran glauben, wer soll dann dran glauben? Also, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Unsere Ida Blue war in der Werft und da haben wir viel tolles Neues für sie eingebaut. Unter anderem die Shoplandschaft komplett verändert mit ganz neuem Sortiment. Aber mein Highlight, mein persönliches Highlight, ist die Eisstation. Gucken Sie mal. Jetzt ist endlich ein Traum, nicht nur für die Crew, aber auch für Sie wahr geworden, denn unsere neue Langnese Happiness Station, und zwar die allererste hier auf AIDA Blue, sie steht. Es fing hier an, wir haben hier komplett viele Sachen verändert, viele Sachen auch wirklich komplett umgebaut, eine komplett neue Abteilung hier oben geschaffen. Großes Highlight in diesem Umbau für uns ist gewesen, das ist der Tresen nämlich hinter mir. Der ist nicht in 2 oder 3 oder 4 Stücken reingekommen, sondern in einem ganzen Stück, wie Sie ihn hier hinter mir sehen. Und der wurde auf eine Schiene gelegt. Immerhin muss das Ganze ja auch in irgendeiner Art und Weise befestigt werden. Und so mit diesen 6 Metern, wie er jetzt hinter mir ist, wurde er wirklich hier in das Schiff mit eingebaut. Mir das Ganze heute jetzt so anschaue und wirklich jetzt diesen Happiness Store hinter mir sehe, dann war ich am Anfang wirklich überrascht, wie das Ganze aussieht. Eine leere Fläche, die wir hier wirklich hatten. Dann, wie gesagt, kam diese Schiene mit diesem Tresen irgendwann mal rein. Wände wurden reingezogen und dann langsam, als die Eismaschinen hier reingekommen sind und wirklich auch hier Malarbeiten gemacht wurden, dann war es wirklich langsam erkennbar und wir haben uns schon wirklich langsam drauf gefreut, dass es alsbald losgeht zusammen mit Ihnen. Liebe Gäste, AIDA Blue hat es geschafft. Wir sind stolz, die erste Eisbar bei Langnese auf den 7 Weltmeeren eröffnen zu dürfen. Sie sind live dabei und gleich gibt es den ersten AIDA Swirl für Sie zum Probieren. Die Eisbar ist eröffnet! Das ist hammerlecker. Schmeckt einfach mega. Und wenn auch Sie jetzt Lust haben auf so ein richtig schönes, leckeres Eis an Bord oder wenn Sie die Sonne von Nassau genießen wollen, dann kombinieren Sie doch beides. Gehen Sie mal auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro und gucken sich die Verlockung der Woche an. Karibik, ganz wunderbarer Tipp. Bitte schön. Wir reisen zunächst von La Romana nach Ocho Rios auf Jamaika. Auf zu den Maya-Pyramiden. Wir erreichen Cozumel und Belize. Es geht weiter zur kleinen Insel Grand Cayman und nach Montego Bay. Wir machen noch Halt in Samana, St. Kitts und Guadeloupe und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Wir alle wünschen Ihnen jetzt einen wunderbaren ersten Advent und eine Kleinigkeit habe ich noch für Sie. Am Ende wie immer die Bilder der Woche, diesmal mit Musik von einem Duo von der Stella. Tschüssi. Ich bin der Erste, der dich befreit. Und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe fängst. Durch die Nacht und es dich zu stellst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unser Sanduhr fährt das letzte Korn. Wir haben gewonnen, haben ebenso verloren. Jedoch müssen möchte ich nichts. Alles bleibt unter gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und es dich dasselbe. Damit du keine Ängste mehr kennst.
du Liebe empfängst, durch die Nacht und das Licht ist der Geist, damit du keine Ängste mehr kennst, damit du keine Ängste mehr kennst.